Mitten im Weinparadies Traiskirchen eröffnete ein Pub. Das vielfältige Angebot reicht vom heimischen Bier bis zum irischen Hopfengetränk. Und bei vollem Haus steigerten die Gäste den Traiskirchener Bierkonsum. Ist es also wieder auferstanden? Das ehemalige Lions Pub im Traiskirchner Stadtzentrum hat mit neuem Namen und erneuert neu geöffnet. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, einen Pub da zu gründen? Naja, ich komme ja ursprünglich aus Traiskirchen und bin quasi ausgewandert nach Mödling, habe dort einen Pub eröffnet und es war jetzt, glaube ich, auch einfach an der Zeit, dass die Traiskirchener auch sowas in der Art bekommen, dass man auch wirklich weggehen kann in Traiskirchen und wirklich die Möglichkeit hat, auch sein Wochenende hier zu verbringen und nicht in die anderen Städte auswandern muss. Wir werden in Zukunft hier Live-Konzerte unplugged haben, DJ-Sets, Karaoke, also ein vielfältiges Programm für Jung und Alt in Traiskirchen. Paul Schnecker übernimmt mit all seiner Erfahrung und hochmotiviert die Gastwirtschaft und begrüßt seine Gäste nunmehr in Schneckerls Pub. Der Paul ist ein smarter Kerl und ich habe mich echt bemüht und ich habe nicht viel Überzeugungsarbeit gebraucht und ich freue mich, dass uns das gelungen ist. Und heute ist ein schöner Tag, es ist bummvoll und es wird auch lange so bleiben. Was trägst du eigentlich zum Traiskirchner Bierkonsum bei? Sehr viel hoffentlich. Traiskirchen ist ja eher eine Weinstadt und wir werden jetzt versuchen, dass wir die Weinstadt Traiskirchen auch ein bisschen zum Bier bringen. Mal schauen. Was gibt es denn alles für ein Bier? Ja, wir haben eine breite Auswahl, also das irische Bier, österreichische Bier, also wir sind sehr international aufgeteilt und haben für jeden Geschmack das Richtige, glaube ich. Was für Musik werden Sie heute auflegen? Naja, vom Britpop beginnend und dann eher sozusagen englischen klassischen Rock und natürlich ist ein bisschen Austropop mit Wanda und Coa dabei. Was ist die Lieblingsband? Naja, früher waren es Ramones und Sex Pistols in meiner Jugend, später Red Hot Chili Peppers, U2 in den 80ern, 90ern. Und heute höre ich sozusagen den Advanced Britpop mit. Aber bin meinen Wurzeln treu geblieben. Im Austropop war ich immer Falco-Fan und der hat in Österreich einen besonderen Status. Ich habe fast nichts versammelt von Falco. Aber so gekommen bin ich sozusagen aus einer Punkmusikrichtung. Welches Bier schmeckt dir selber am besten? Oh, das ist eine Fangfrage, die beantworte ich nicht. Die darf man als Wirt nie beantworten. Ne?